So, herzlich willkommen zur Lightning Talk Session. Wir haben drei Vorträge von vier Vorträgenden. Da beginnen tut Johannes Kröger und stellt uns ein Projekt im Zusammenhang mit LIDA vor. Bitte, du hast 7 Minuten. Das sind mehr als geplant, mal schauen. Genau, ich erzähle euch was zu meinen Versuchen, Geodaten zu befreien. Wir haben in Hamburg ein Transparenzgesetz, das sagt, dass auskunftspflichtige Stellen, zum Beispiel der Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung, Informationen, zum Beispiel Geodaten, veröffentlichen muss oder auch auf Antrag bereitstellen muss. Haben wir seit fast 10 Jahren mittlerweile, glaube ich. Beim LGV gibt es ein digitales Oberflächenmodell, das heißt eine Punktwolke von der Stadt Hamburg oder auch mehrere Versionen von verschiedenen Jahren von der Stadt Hamburg, wo eben die ganze Oberfläche der Stadt, also Bäume, Kräne, Gebäude, hochgenau eingemessen wurden mit einer Hubschrauberbefliegung und Laserscanning. Das habe ich irgendwann entdeckt und dachte, hey, das gibt es irgendwie nicht im Transparenzportal, ich würde es gerne haben, finde ich spannend, gebt mir das doch mal. Ich habe witzigerweise wirklich gestern eine Mail von einem Studenten gekriegt, der für seine Masterarbeit diese Daten brauchen würde. Das heißt, es sind auch andere Menschen, die das gerne hätten, aber daran verzweifeln, dass es die eben nicht gibt. Ich habe dann vor fast 2 Jahren direkt überfragt den Staat, was vielleicht nicht so ganz schlau war. Ich hätte auch mal so fragen können, vielleicht eine Anfrage gestellt. Hey, die Daten sind bei euch vorhanden, ich hätte die gerne, schickt mir die mal bitte oder veröffentlicht die bitte. Dann kam zurück, nee, die sind zu hoch aufgelöst. Die sind eben mit so einer hohen Punktdichte, dass so eine Grundregel bei Luftbildern 20 cm Pixelgröße hier unterschritten wird. Das heißt, der Personenbezug und so weiter, eine Privatsphäre, Datenschutz ist da eben ein Problem. Habe ich irgendwo eingesehen, habe aber gesagt, im Transparenzgesetz steht drin, dass Daten, die zu hoch aufgelöst sind, zu detailliert sind, geschwärzt werden müssten oder unkenntlich gemacht werden müssten. Habe also den Widerspruch, der Ablehnung widersprochen. Habe dann noch gedacht, es wäre ganz gut, denen auch zu sagen, wie sie es machen können. Habe eine Zeile Code mitgeschickt mit Cloud Compare, also einem freien Tool für Punktwolkenprozessierung, wo sie mit einer Zeile Code eben dann die Daten ausdünnen könnten. Eine von den Katzen bin ich weiß noch nicht welche. Wir kämpfen immer noch gegeneinander. Das wurde auch wieder abgelehnt, mit der gleichen Begründung wie vorher, ist zu hoch aufgelöst. Und dann kam dazu, dass wenn ich jetzt den Widerspruch aufrechterhalten würde, würde es hocheskaliert werden zum Rechtsamt der Behörde, die über dem LGV steht. Und das könnte dann kosten. Das war der Stand, mit dem ich letztes Jahr dann hier einen kurzen Vortrag gehalten habe. Die Folie ist kaputt. Genauso 5 Minuten. Was soll ich jetzt tun? Was kann ich machen? Dann kam die Idee auf, ich wollte mich quasi finanziell absichern dagegen irgendwie. Ich wollte jetzt nicht privat da irgendwie in den Ruin getrieben werden. Wir haben dann groß diskutiert in der Vereinsliste mit Falk Schei, Ludwig Baumgart, nochmal vielen Dank auch an die beiden. Dann habe ich einen Förderantrag geschrieben an den Voskes e.V., um mich eben abzusichern. Den Maximalrahmen sind 500 Euro. Mehr würde das auch auf keinen Fall kosten. Und den würde der LGV der Voskes e.V. übernehmen. Das war dann Grundlage für eine schriftliche Bestätigung meines Widerspruchs. Habe ich per Post wirklich dann an den LGV geschickt und gesagt, ich bestehe auf meinem Recht. Ich sage, Daten habt ihr, die müsst ihr mir geben. Wenn sie zu hoch aufgelöst sind, müsst ihr sie eben schwärzen, unkenntlich machen, ausdünnen. Habe die Anleitung nochmal mitgeschickt und habe nebenbei auch den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, habe jetzt abgekürzt BIMFDI, angeschrieben und gebeten, dass der eben vermittelt. Und das ist genau der Punkt, Datenschutz auf der einen Seite, was ich total verstehe, Informationsfreiheit auf der anderen Seite, was ich unterstütze. Das heißt, genau die richtige Stelle, um da eben vermitteln zu können. Das Ganze ist geprägt von langen Wartezeiten. Wir sind jetzt schon 1 Jahr nach meinem Antrag, jetzt wieder Wochen nach dem Widerspruch. Habe nachgefragt, was los ist. Ja, das ist eskaliert worden und beim HIMFDI hatten sie viel zu tun, fanden den Fall aber sehr interessant. Deswegen wollten sie ihm auch die würdige Zeit geben und haben gesagt, können wir noch ein bisschen Zeit haben dafür. Wir könnten die Behörde bitten oder anweisen, dass sie auf uns warten, bis wir eine Stellungnahme geschrieben haben. Das fand ich ziemlich gut, habe ich auch darum gebeten und habe dann weiter gewartet. Im September habe ich nochmal nachgefragt und total nett mit den Leuten beim Datenschutz telefoniert. Das war wirklich richtig klasse. Die sind auch sonst wirklich gut. Und 10, 12 Tage später kam die Stellungnahme von denen. Das heißt, die haben sich damit beschäftigt, haben Experten gefragt, haben geguckt, was im Recht drin steht. Wie kann man jetzt hier vorgehen? Ist der Bürger im Recht? Ist das Amt im Recht? Und da habe ich jetzt ein paar Sachen mal rausgezogen. Erster wichtigster Punkt war die Aussage, es sind wirklich Geodaten. Es sind nicht irgendwelche Messdaten, die nicht zu roh wären, sondern wirklich Geodaten. Das heißt, die müssen auch veröffentlicht werden.
Ja, sie sind auch sehr hoch aufgelöst. Das heißt, der Datenschutz, der muss da beachtet werden. Die rohen Geodaten könnten nicht veröffentlicht werden. Sie müssten eben ausgedünnt werden. Die Reduzierung der Auflösung würde dafür ausreichen. Analog wie bei Luftbildern, wenn wir jetzt sagen, alle 20 cm ist ein Punkt noch da, das wäre okay in diesem Fall. Genau. Es darf nicht quasi der Fall eintreten, dass Daten vorliegen oder Informationen vorliegen bei einer Behörde und dann private Belange der grundsätzlichen Veröffentlichung entgegenstehen. Das müsste halt rausgeschwärzt werden. Das war auch nochmal eine Aussage, die mit drin stand. Und grundsätzlich ist auch eine andere Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Daten haben, ist der LGV dann jemand, der neue Daten erzeugt, wenn ich die ausgedünnt bekommen soll? Nein, das ist auch nicht der Fall. Die Ausdünnung oder Schwärzung ist im Endeffekt die Möglichmachung der Veröffentlichung. Also insgesamt, der HIMFDI ist auf meiner Seite. Die haben es ähnlich gesehen wie ich, haben die ganzen rechtlichen Sachen mal abgeklopft, haben die technischen Sachen auch überdacht und sagen, ja, muss eigentlich veröffentlicht werden. Das Ganze hat es auch in den Tätigkeitsbericht geschafft. Da sind zwei Seiten zu diesem Fall nochmal drin. Könnt ihr auch mal durchgucken, wenn ihr wollt. Jetzt ist wieder ein halbes Jahr ins Land gezogen. Ich habe einen Job gewechselt, habe viel weniger Zeit als vorher. Das ist aber komplett privat. Ich habe jetzt lange nicht mehr nachgefragt. Ich muss dringend mal nachfragen, was der Stand ist. Ich glaube, theoretisch müsste die Behörde innerhalb von 4 Monaten was gemacht haben. Ja, muss ich jetzt mal schauen, werde ich heute oder morgen meine Mail an die Behörde, also an das Rechtsamt schicken und an den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz. Ja, spannende Sache, finde ich. Ich will die Daten immer noch haben. Ich hoffe, dass ich sie auch irgendwann kriege. So viel dazu. Noch was ganz anderes. Morgen ist Jeopardy. Das sind Aufgaben, die nicht mit reingekommen sind. Wer mitmachen will, spricht Astrid oder mich an. Das wird ganz spaßig und ganz toll. Vielen Dank.